So, hallo und herzlich willkommen zunächst einmal zur zweiten Folge von Minecraft moderne Häuser auf Slash TV. Wir sehen hier nochmal das Haus, das wir als erstes gebaut hatten, dieses Eisenglotzhaus hier mit zwei Etagen. Ich habe mir das angeguckt, das hat, also so was das, was die Aufrufen alles angeht, hat das jetzt direkt schon mal 28.000, ja, macht mal, dass er so viele Aufrufe bekommt. Oh mein Gott, 28.000. 28 Aufrufe, ja, was ja nach einem Tag nicht wenig ist. Und ein paar Likes auch. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, komm, scheint nicht so völlig in die Hose zu gehen. Deswegen machst du weiter. So, wir machen weiter mit einem etwas größeren Haus. Dieses Mal aus weißer Wolle. Dann brauchen wir Glas dabei. Die Türen hole ich immer gerne direkt schon mit rein, damit ich die direkt so setzen kann, wie ich sie haben will. Und den die übliche Geschichte, die ich in diesem Texturenpack hier absolut nie finde, nämlich den Glowstone. So, also fangen wir erstmal an. Wir bauen das jetzt hier schön nebeneinander, sodass da vielleicht irgendwann mal so eine Wohnsiedlung oder sowas entstanden ist. Alles klar. So, fangen aber trotzdem ein bisschen weiter mit Abstand an. Und bauen jetzt hier mal hoch. So ungefähr, ja, sagen wir mal 1,4 Blöcke ist schon okay. Dann gehen wir hier mal so lang auf dieser weißen Wolle. Auf dieser weißen Wolle sieht man das Fadenkreuz. Die zwei Blöcke nehmen wir noch dabei und gehen dann runter. So, jetzt machen wir das hier bei diesem, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt zweimal Glas und habe, etwas anders bei dem Haus. Hier machen wir auch eine schöne Doppeltür rein, dieses Mal allerdings direkt hier an die rechte Seite. Warum das so ist, werdet ihr später noch sehen oder auch nicht. Ja, scheiß drauf. Gut. Dann haben wir hier erstmal die Front, das ist allerdings noch nicht die ganze Größe, weil dann gehen wir nämlich erstmal hin und bleiben auf der gleichen Höhe, setzen hier aber überall eine Reihe oben dran, als würden wir anfangen, die Decke zu bauen. Ja. Und gehen dann hier auf dieser einen Reihe versetzt nochmal insgesamt 4 hoch. Genau wie hier. Das ist 4 oder 3, 4. Und bauen das dann hier oben zu. Fail mal wieder. So, das heißt, dass wir dann hier diese... Oh, okay, ja, komm, halt's Maul. Ja. So, dass wir dann hier diese Glasfassade erstmal haben und dann hier einen Block weiter hinten versetzt das Ganze nochmal. Diesmal allerdings ohne Tür. Also praktisch zweimal dasselbe übereinander, nur einen Block weiter hinten. Ich hoffe, man kann das jetzt so verstehen. Also wenn die zu unverständlich alles hier erklärt wird von mir, dann dürft ihr das gerne auch einfach reklamieren in den Kommentaren, damit ich da was dran ändere, weil so wirklich Häuser bautet Holz habe ich ja noch nie gemacht. Und deshalb wäre das ganz praktisch, wenn ihr das dann einfach reklamieren würdet. Gut. So, dann gehen wir hier hin und setzen uns hier einen Block und hier einen Block. Und hier und hier und gehen hier einmal so. Und gehen jetzt bis, na, sagen wir mal hier. Kann man natürlich später auch noch was dran hinzufügen. So. Und dann hier einmal noch rum. Und das. So. Das heißt, wir setzen hier oben einmal an. Und hier am Ende des Hauses. Also einmal irgendwo mittendrin. Und einmal hier am letzten Block. Und gehen dann, bauen dann hier einfach zwei hoch, dass wir hier nur das Glas sehen und hier auch von unten nur das Glas. Das heißt, wir haben hier unseren ersten kleinen Balkon. So. Ja. So. Jetzt ist das hier soweit gemacht. Jetzt geht das hier bis hier hin und dann geht es hier los. Das heißt, wir bauen das hier. Können wir soweit schon mal runterbauen. Ich muss gerade auf das Telefon aufpassen. Das ist ein bisschen scheiße, weil es nämlich keiner da sonst. Und ja, das ist ein bisschen kacke. So, und dann fangen wir an und gehen hier hin und bauen hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hin. Einfach, weil
ist halt, wie gesagt, etwas größeres Haus, die Länge bleibt, die Höhe, beziehungsweise die Höhe bleibt, meine ich, und das hier machen wir dann so, so. Dann machen wir das so, das hier wird allerdings mehr so, keine Ahnung, vielleicht Badezimmer-like oder so, das heißt, wir setzen hier zwei Fenster und hier zwei Fenster, gehen dann hin und setzen hier 1, 2 rein Wolle drüber, hier Wolle rein, ist also ein wolleorientiertes Haus, und setzen dann ganz einfach nochmal hier zwei Fenster und hier zwei Fenster. Bauen das auch mit Wolle aus, das heißt, wir haben jetzt hier etwas nach hinten versetzt, so die Glaswand. Das ist allerdings nur auf der rechten Seite der Fall oder halt auf der linken, dann müsst ihr den Balkon auf die rechte bauen, wie ihr das am liebsten haben würdet. So, sieht das Ganze dann also aus, wenn wir hier reinkommen. Und dann geht hier erstmal einfach diese Außenfassade lang, weil das Einzige, was an diesem Haus hier wirklich, ich mache das jetzt mal nicht so riesig, das Einzige, was an diesem Haus hier wirklich kompliziert ist, ist eigentlich eben, oder was wirklich besonders ist, ist eigentlich eben das da vorne kompliziert, kann man das ja nicht mal wirklich nennen. So, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal ganz klar das erste Stockwerk markieren, von der Höhe her. Sollte also so eigentlich hinkommen, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt nicht, ja. So, das Ganze machen wir dann hier auch noch. So. Die Fenster sind, glaube ich, sogar stockwerkübergreifend dann. Das heißt, nein. So wäre das dann, glaube ich, ne, Moment, falsch. Ich weiß es gerade nicht, ich bin etwas, so. Das machen wir ganz einfach, damit wir einen Rahmen ungefähr haben von dem ganzen Haus und von dem ersten Stock. Das Ganze wird natürlich alles von Hand gebaut. Ich mache jetzt erstmal nichts mit Gold Edit. Kostet dann natürlich etwas Zeit. Könnt ihr ja vorspulen oder whatever. So, bevor wir jetzt hier irgendwas reinbauen, was Fenster oder weitere Türen oder sowas angeht, werden wir erstmal das ganze Haus komplett zubauen. Das heißt, außer vorne halt, das gehört einfach dazu, da diese Fenster. Ansonsten werden wir das gesamte Haus erstmal nur komplett zubauen, dass wir einfach einen riesigen Wolleklotz haben, und dann kann man das noch ein bisschen symmetrisch optimieren, was die Fenster und Türen und was weiß ich was nicht alles angeht. Wenn es hier um so große Häuser dann am Ende geht, wird da wenig wahrscheinlich von mir auskommen mit Inneneinrichtungen. Das sind dann so Sachen, da müsst ihr halt selber schauen, weil das dann einfach zu lang werden würde für das Video. Beziehungsweise, ich mache das jetzt mal so, ich mache das Haus jetzt ohne Inneneinrichtung, bei den kleinen, da ging es noch. Und wenn ihr gerne hättet, dass ich die Inneneinrichtung dazu mache, dann schreibt das bitte in die Kommentare, dann mache ich das so, dann mache ich immer zwei Parts aus einem Part praktisch. Und zwar ein Part mit Bauen und ein Part mit, ja, eben mit Inneneinrichtungen dann. Das wird die designen, dann würden wir das nämlich so machen, dass das einfach dann in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne hättet, dass ich die Inneneinrichtung auch noch mit dazu baue. Dann machen wir das, wie gesagt, so, dass ich dann da einen Part Bauen und einen Part Inneneinrichtung aufnehmen werde. Und die dann auch als zwei getrennte Parts dann zu sehen sind später. So, erstmal müssen wir das jetzt hier ganz normal fertig hochziehen. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Die Decke gleich wird auch nochmal ein bisschen Arbeit werden. Ja. Ist übrigens gerade, wen es interessiert, gerade mal 12 Uhr, weil, ja, eigentlich habe ich heute natürlich Schule, aber wir haben heute so einen komischen Schulausflug da gemacht in so ein Berufsinformationszentrum Gedöns da, wo man dann gelernt hat, wie wichtig es ist, sich jetzt in der 10. Klasse, in der 9. Klasse schon um einen Beruf zu kümmern, was man denn mal werden möchte und so ein Scheiß. Man hat so einen Test gemacht, wo man angekreuzt hat.
Und dann hat man später herausgefunden, was man gerne werden möchte. Und ich soll natürlich Bankkaufmann oder Verkehrsreisekaufmann werden. Sehr interessante Geschichte. Habe ich so eigentlich noch nie drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, was ich jetzt eigentlich werden will. Aber könnte man ja eigentlich auch mal machen. Ja, auf jeden Fall, das war, naja, wie man zimmt, also das Spannendste war die Frühstückspause in der Kantine, wo es Frikadelle gab. Also kann man sich, denke ich mal, denken, was da jetzt im Endeffekt wirklich passiert ist. Und ja, jetzt ist erstmal Wochenende, Sonntag geht's ins Phantasialand. Ja, ich würde mal sagen, soweit erstmal mal schauen, ob da vielleicht erste neue Formate, die dann wirklich nichts mehr mit Gaming zu tun haben, kommen werden. Ich muss gucken, ob ich mir vielleicht bis dahin irgendwie, ob ich vielleicht mit dahin, bis dahin irgendwie eine Helmkamera beschafft habe oder so. Und dann, da vielleicht die Achterbahnfahrten irgendwie filmen kann oder so. Wenn nicht, werde ich das. Das ist nämlich eigentlich eine gute Idee, wenn ich jetzt mal gerade so drüber nachdenke. Und ich habe keinen Bock eigentlich bei Nacht zu bauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn ich jetzt mal so da darüber nachdenke. Weil, achso, ich bin ja kreativ, muss das stimmen. Weil, ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Und das ist ganz lustig, also dann die Fahrten von der Black Mama, weiß ich nicht, was es da nicht alles gibt. Weil ich will jetzt nicht da in der Black Mama so komisch drin hängen und dann da mein Handy noch in der Hand halten und filmen. Das, naja. Und Handykameras sind ja allen bekanntlich sowieso jetzt nicht so die prickelnden besten. Ich habe Fledermaus eingesperrt. Die besten Dinger. Deswegen würde ich da auf jeden Fall schon eine GoPro oder sowas vernehmen. Da habe ich aber gerade im Moment keine, weil ich vorher sowas nie gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gerade überhaupt nicht die Kohle dafür. Also die kosten ja 200 Euro oder so, glaube ich. 189 oder was habe ich irgendwann letztes Mal gesehen. Und Weihnachten ist rum und ich habe jetzt einen Fernseher gekauft. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja darauf, weil ich habe den ja beim Mediamarkt gekauft. Da war der so schön im Angebot. Natürlich hier Full HD, 3D und 400 Hertz für 529 Euro. Und von Samsung, ja, erstmal ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Und es ist dann hoffe ich natürlich, weil das war vom 2. bis zum 4. Januar, haben vielleicht einige mitbekommen, dass sie da diese Aktion gemacht haben, irgendwie der 20. kauft für 14 Euro ein. Und ich habe natürlich noch so, weil ich natürlich am 3. Januar da eingekauft habe, also einen Tag vor meinem Geburtstag, weil das sozusagen als Geburtstagsgeschenk ursprünglich mal, wieder haben wir das nicht fertig gebaut. Weil das als Geburtstagsgeschenk natürlich mal gedacht war, ursprünglich. Hab ich dann das am 3., also einen Tag davor gekauft, weil der danach nicht mehr im Angebot gewesen wäre. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich da natürlich bald diese lustige E-Mail bekommen werde, die mir dann erstmal sagen wird, ja, hier, ne, sie haben gewonnen, ja, und dann habe ich natürlich wieder 500 Euro, ne, 515, um genau zu sein, und da geht dann natürlich auch wieder eine GoPro rein, ne. Dann dann wäre es natürlich möglich, die kann man sich dann schön, ja, mit so einem kackten Helm anziehen oder so, mal gucken, macht aber nichts. Weil ja, wie gesagt, mit Handy oder so will ich das jetzt nicht machen oder auch mit einer normalen Kamera nicht, weil wenn ich die dann dabei noch in der Hand halten muss, gerade bei der Black Mama, wo man sich ja sowieso festhalten sollte, beziehungsweise ich mich immer festhalte, weil ich eigentlich voll der Schisser bin, was Achterbahn angeht und ich die ja noch nie gefahren bin und mein Freund mich jetzt dazu überredet hat, mitzufahren. Tja. Und dann da noch das Handy in der Hand zu halten, wo ich sowieso mich schon festhalten werde und wo das da sowieso relativ flott alles ist, ist, glaube ich, nicht so gut. Deshalb warte ich da lieber. Ich fahre da bestimmt im Sommer oder so dann nochmal hin, wenn es mir den Spaß macht. Das war da ja schon mal, aber ich meine so spezifisch Achterbahn fahren. Und ja, dann werde ich das öfter machen und dann werden da auch von da, denke ich mal, so das ein oder andere Format dann kommen. Ein ganzes Format wird es nicht werden, sondern einfach halt ein paar Videos eben von Inside Achterbahn Fahrten oder whatever. Ja, so sähe das dann soweit erstmal aus. Nebenbei habe ich mir die Daisy Standalone geholt, würde ich auch wirklich gerne let's playen. Problem, alleine gleich langweilig. Daisy ist einfach meiner Meinung nach ein Spiel, wo du ein Team haben musst oder zumindest mal einen Mitspieler,
Und deshalb sage ich jetzt hier ganz offiziell, ich suche so ein paar Leute, die mit mir jetzt unterbreche ich, was ich gesagt habe, denn jetzt ist das, steht das Haus soweit. Jetzt machen wir natürlich erstmal wieder den Boden fertig und dann können wir anfangen. Fenster und so weiter. Das lasse ich jetzt einfach, weil und deshalb sage ich jetzt hier, ich suche ein paar Leute, die mitspielen würden, die mit die Daisy Standalone spielen würden. Wer sie hat, einfach mal eine Private schreiben, eine Private Message, und dann würde ich euch meinen Skype-Namen geben, beziehungsweise Teamspeak dann eventuell, auch wenn einer einen Server hat. Ich habe nämlich keinen. Also Skype wäre vielleicht doch am praktischsten, dann hau ab. Wenn also einer Bock hat, mit mir jetzt die Daisy Standalone zu spielen und dann natürlich auch mit aufzunehmen, weil der das dann natürlich mit aufgenommen wird, der soll sich einfach mal flott melden bei mir. Und dann würden wir das zusammen machen. Einfach da mal ein paar Parts hochklatschen. Wie ist das Spiel? Kurz bewerten, einfach zocken, einfach Spaß haben. Ich würde sagen, so bis zu 5-6 Leute würde ich dann da mitmachen lassen. Wer also Bock hat, der sagt einfach Bescheid. Er hat mir das nämlich auch schon erklärt, das hätte ich mir fast wieder vergessen anzusprechen. Dann, ja, was habe ich noch so für Sachen zu sagen? League of Legends nehme ich auch sehr gerne Leute mit. Also wer darauf Bock hat, auch einfach eine PN schreiben, und sagen, mit dem Betreff am besten irgendwie zusammen aufnehmen oder so, und dann einfach mal, also ihr müsst kein Let's Player sein, das, also ich sage jetzt nicht, dass ihr irgendwie 300 Abonnenten haben müsst, sondern es reicht auch, wenn ihr kein Video und keine Abonnenten habt und einfach nur Spaß am Spielen habt und gerne mit aufnehmen würdet. League of Legends auch gerne mit dabei, einfach mal ein Match zusammen oder zwei, oder wenn es Spaß macht, mehr, das dann zusammen aufnehmen. Vielleicht, wenn wir genug Leute haben, ein Ranglistenteam da auch mal zu erstellen und da dann ein bisschen mitzuzocken, dass das Ganze damit verfolgt werden kann und so weiter und so fort. Was kann ich noch sagen, während hier diese langweilige Arbeit verrichtet wird? Wer einen Minecraft-Server hat und den gerne mal als Show haben möchte oder so, sag mal, und den gerne mal als Show haben möchte, der sagt doch dann auch bitte einfach Bescheid, dann die IP sagen, ich habe gerade im Moment die 174 drinne, dann mache ich davon auch noch ein Let's Show von dem Server, das heißt auch noch, dann würde ich von dem Server einfach ein Let's Show machen. Und ja, da haben wir natürlich schon das Problem mit dem Telefon. Ich unterbreche mal gerade die Aufnahme. Herr Jemini, schrecklich, jetzt weiß ich nämlich gar nicht mehr, wo ich dran war. Wo war ich denn dran? Ich glaube, ich hatte gesagt, dann würde ich den Server Let's Showen, dann einfach, da könnt ihr dann auch, wenn ihr Skype halt oder Teamspeak habt, dann könnt ihr da auch gerne mitreden dann und den selber vorstellen, und ich flieg nur, also ihr, oder laufe hinterher halt. Und da sehe ich gerade, da ist jemand online, der immer Daisy spielt, deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen schneller fertig, damit ich da direkt weiter anknüpfen kann. So würde ich sagen, machen wir das ganz einfach. Also wenn ihr irgendwas habt, LOL, Daisy, Minecraft, es gibt noch alles, Planetside, auch gern gesehen von mir, weil das Spiel checke ich nämlich nicht so ganz richtig und da könnte ich mal so ein bisschen Starthilfe gebrauchen, ganz ehrlich gesagt. Also da auch bin ich relativ offen, wenn da einer gerne spielen würde. Allerdings ist irgendwie der Server, auf dem ich spiele, gerade gesperrt, ich weiß es auch nicht so ganz. Der einzige EU-Server war das, sehr schade. Also da einfach dann Bescheid sagen. Dann wie gesagt, wichtig wäre noch einfach das Feedback, zwei Parts, also ein Part mit Inneneinrichtung oder nicht. Das wäre mir noch relativ wichtig, wenn ich das wissen würde. Ich baue jetzt auch gar keine Treppe hier rein, sondern das könnt ihr dann alles selber machen. So, ich will aber schon, dass hier der Boden aus Wolle ist und alles, weil das muss schon sein. So, ab und zu mal ein bisschen verbauen hier.
So, das heißt, gleich gehe ich dann mit dem ein bisschen Daisy spielen. Die Frage ist, nehme ich da auf, weil der weiß nämlich noch gar nichts davon, dass ich aufnehme. Ich habe aber auch noch gar nicht aufgenommen. Ich könnte natürlich mal aufnehmen, ohne dass er das weiß. Und dann irgendwann einfach sagen, so, ich mache mal Schluss für heute, Leute, oder so. Und da wird er bestimmt auch erstmal ein Gesicht machen. Jetzt machen wir einfach mal das auf die übliche Beleuchtungsmethode. Da sind jetzt einige Fledermäuse drin, also so sollte das jetzt nicht sein. Gut, und jetzt können wir uns hier natürlich überlegen, wie machen wir das mit dem Glas. Machen wir hier die ganzen Fronten Glas, machen wir vielleicht die Ecken Glas. Ich würde das jetzt gerne mal... ...1, 2, 3, 4, 5 auf jeder Ecke weghauen. Das ist 1, 2, 3, 2, 5... 1, 2, 4, 5, so. Und dann hier alles glasig bauen. Da unten sieht es natürlich scheiße aus, aber naja. So, und das hier dann alles glasig bauen. Ja, komm, flieg raus. Meine Güte, sind die anstrengend. So, das Ganze hier, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir auch schön Blick auf die andere alte Bruchbude haben. Ja, so, dann bauen wir das hier noch. Also einfach immer an den Ecken hier Glas rein. Ich habe gar keinen Plan. Ich muss da jetzt einmal zwischendrin schneiden. So, das Ganze machen wir hier natürlich jetzt nicht. Dann sieht das so aus und dann... können wir hingehen und setzen genau, ich sag einfach mal, hier nochmal so eine Glasfront hin, ein bisschen das. So, und dann, das sind auch 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja. So, dann werden wir rushen wie auf der Linie lang, weil wir wollen es ja schon 1, 2, 3, 4, 5 nach Möglichkeit symmetrisch gebaut haben. Und einfach ohne Baufehler. So, so wie wir es hier die ganze Zeit schön nicht machen. So, jetzt ist das soweit fertig. So sieht das Ganze dann von innen aus. Ist relativ schön hell eigentlich gemacht. Schauen wir uns die ganze Kiste mal von vorne an. So sieht das dann aus. Ist nicht jedermanns Sache. An der Seite haben wir dann hier einmal, ja gut, okay, jetzt haben wir oben natürlich keine Fenster eingebracht. Das würde ich aber dann ganz einfach, würde ich da hingehen und das ganz genauso machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das kann ich jetzt einmal gerade noch machen hier. Einfach um das Gesamtbild zu haben. So, und dann hier. Hier einfach zu sehen, wie das dann halt einfach aussieht. So. Noch ein paar Rechtschreibfehler, sage ich schon, ein paar Baufehler reingebracht, dann hier 1, 2, zack, alles weg. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass wir oben noch keine Dinger reingebaut hatten. Von diesen komischen... Sag mal. Dass wir oben noch keine von diesen komischen Teilen hier reingebaut hatten. Glas reingebaut hatten. Aber gut. Und zack. So. Und dann hier die ganze Geschichte nochmal. Ich habe jetzt immer wieder eins zu viel weggehauen. Passiert ja relativ oft. Oder ja, wie hier einfach mal und wie hier einfach mal eins falsch gesetzt. So. Ist ja fast schon wieder in die Hose gegangen. So. Das heißt, das Ganze sieht dann von der Seite so aus. Das kann man jetzt natürlich noch beliebig optimieren. Und so. Und so. Das kann man jetzt natürlich noch optimieren, indem man hier oben noch Sachen drauf baut. Irgendwie eine Dachterrasse vielleicht. Und so, das Haus ist jetzt so fertig, das Haus steht. Das heißt aber, ihr könnt jetzt auch von... So, da ist es leider gerade Minecraft abgeschmiert. Das heißt, ihr könnt jetzt auch
in die Kommentare von diesem Video, von diesem Haus hier, kannst einfach schreiben, dass ihr gerne hättet, dass ich davon auch noch ein Einrichtungsvideo mache. Und da gehört dann Dachterrassen und sowas halt einfach mit dazu. Dass ich und was weiß ich, Blumen und Garten und so, das gehört alles dann zur Einrichtung mit dazu. Also ihr könnt jetzt noch sagen, zu dem Haus wollen wir das gerne haben. Also zu dem da mache ich jetzt nichts mehr weiter mit, weil, oh, keine Ahnung. Also einfach Bescheid sagen und wir sehen uns dann im nächsten Video.